Was ist noch wichtig auf dieser Welt, wenn man ein Leben retten kann? Gar nichts. Gisela, kannst du hier bitte mal gegenzeichnen? Ja. Namen? Lisa ist immer noch nicht da. Aha. Weißt du denn schon, was du mit deinem NKL-Gewinn machst? Es kommt aufs Sparbuch für mein Enkelchen. Ach, das arme Kind. Wieso arm? Ja, weil es sich mit 20 höchstens ein Eis dafür kaufen kann. Namen, bei den Zinsen. Ja. Namen, Barbara. Namen. Liegt was Besonderes an? Nein, es ist alles in Ordnung. Ach, Gott sei Dank. Na dann, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Gisela, ich... war übrigens eben bei Uwe, hat sich sehr über das Buch gefreut. Aha. Tschüss. Weiß Heidi Schaller schon davon? Ja, ja, sie war ziemlich fertig. Ich habe mit ihr telefoniert. Ihrer Mutter geht's gar nicht gut. Dann noch was mit Uwe. An dieser Geschichte wird er wohl noch lange zu knabbern haben, was? Hoffentlich behält er nichts zurück. Nand. Tut mir leid, ich habe mich verspätet. Das kann man aber laut sagen. Hier, da fehlen die Laborwerte. Oh. Die habe ich vergessen. Ne? Ich mache das gleich fertig. Mhm. Entschuldigung. Das ist völlig durch den Wind. Das passt gar nicht zu ihm, was? Na, guck dir das mal an, dann weißt du warum. Frauen können hart sein. Aber leidenschaftlich, mein Lieber. Hansa Klinik Notaufnahme? Ja. So. Ja. In 3 Minuten. Okay, ich mache alles klar. Ja. Dr. Patschek, Dr. Sieg, bitte zur Einlieferung. Dr. Patschek, Dr. Sieg, bitte zur Einlieferung. Martina, bitte zum Empfang. Martina Behrendt, bitte zum Empfang. Was ist? Überfall auf einen Geldtransporter. Ein Mann mit schweren Schussverletzungen. Ist das schon kaum klar? Ich kümmere mich drum. Ja, gut. Wie siehst du denn aus? Entschuldigt bitte, aber mein Auto. Und dann hast du ein Auto? Seit heute Morgen. Ich habe mir einen Gebrauchtwagen von unserem Lotteriegewinn gekauft. Sieht mir nach Moped aus. Das Ding ist mitten auf der Kreuzung stehen geblieben. Und dann hast du den Motor geküsst. Schon kommen, ja? Okay. Männlich 32, Schussverletzung im Bauchbereich. Verdacht auf schwere innere Blutung. Blutdruck 160. Gleich in den Schockraum. Ich habe zentralen Zugang gelegt. Die Schüsse wurden aus 3 bis 4 Metern Entfernung abgegeben. Der Täter ist flüchtig. War er noch ansprechbar? Nein, wir mussten sofort intubieren. Sein Kollege ist leicht verletzt. Wird gleich mit dem Streifenwagen hier sein. Habt ihr Flüssigkeit gegeben? 2 Liter zur Schockbekämpfung. Und? 1, 2, 3. Notfalllabor und Kreuzblut habe ich schon abgenommen. Okay. Dann mach's mal gut. Gleich ins Labor damit. Blutdruck 90 zu 55. Dann kommt der Schock. Desinfizieren. Warum stirbt jede Menge Blutkonserven? Tachykard 120 pro Minute. Flüssigkeitsspiegel im Bauchraum. Ob die wenigstens eine Gefahrenzulage kriegen? Bestimmt nicht, Helmut. Ja. Okay. Lungenflügelseiten gleich belüftet. Die Kugeln sind in der Muskulatur. Rechts neben der Wirbelsäule stecken geblieben. Glück gehabt. Das wird sich zeigen. OP klar machen, bitte. Ja. Ruth ist es, mein Name. Ja, kommen Sie, ich schau mir das mal an, ja? Das ist nur ein Streifschuss. Mein Kumpel hat es ganz anders erwischt. Hübner, Kriminalpolizei. Wir haben die Frau deines Kollegen bereits benachrichtigt. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich an Janke noch ein paar Fragen stelle. Nein, nein, ist ja wichtig, ne? Ja, setzen Sie sich bitte auf die Liege. Sind Sie gegen Tetanus geimpft? Ja. Was ich überhaupt nicht begreife, ist, dass der Kerl sofort auf Axel geschossen hat. Ganz gezielt. Und wann genau haben Sie geschossen? Ja, ich habe gleich die Pistole gezogen. So, aua. Ja, wir machen eine kleine Lokalanästhesie hier. Ich habe ihn ins rechte Bein getroffen, das weiß ich genau. Und danach? Hat er nochmal geschossen? Na klar doch, der wollte uns beide umlegen. Jedenfalls ist er dann um sein Leben gehumpelt. Rein ins Auto und weg. Ist Ihnen an dem Mann irgendetwas Besonderes aufgefallen? Der ist doch schon längst über alle Berge.
Sie unterschätzen die Polizeischwester. Also, nochmal. Er trug Blue Jeans, eine schwarze Jeansjacke, ein gemustertes Hemd und eine Mützenmaske mit Schlitz für Augen und Mund. Ja, genau so war's. Ja, und weiter. Ich hab doch alles gesagt. Guck mal hier, was bei mir gelandet ist. Ist das nicht süß? Mein Traumkrankenhaus. Sie waren sehr nett zu mir, vielen Dank. Ihre Leonie. Leonie? Das war das gehörlose Mädchen letzte Woche. Ach ja, ein kleines Begab, was? Mhm. Ich denke, das bist du. Also wenn ich das bin, dann bist du das. Der hier wird nicht frech. Heidi! Mensch. Hallo. Hallo, Gisela. Hallo. Schön, euch zu sehen. Ich habe die letzten Tage viel an dich gedacht. Eberhard hat mich angerufen. Ich habe schon geglaubt, du kannst gar nicht kommen. Doch, meine Mutter ist vor 2 Tagen gestorben. Oh, das tut mir leid. Wo liegt denn Uwe? Station 4, Zimmer 35. Ich geh mal hin. Mhm. Wir sehen uns später. Viele Grüße und gute Besserung. Mhm. Und sonst ist Ihnen nichts aufgefallen? Ja, also dies ist ein Überfall, hat er gerufen, und dann? Hätte hoch das Gold fallen lassen. Das Gold? Davon konnte er doch gar nichts wissen. Hat er wirklich das Gold gesagt? Also, ich weiß nicht, vielleicht auch das Geld. Nochmal Klammerpflaster, bitte. Wird es nicht genäht? Nein, nein. Wenn wir das verschließen, dann könnte es anfangen zu eitern. Ja, was denn nun? Gold oder Geld? Eventuell müssen Sie Ihre Aussage beeilen. Geld. 100 pro. Er hat Geld gesagt. Aber Sie wussten, dass Sie Gold transportieren? Ja, es war ein fester Termin, jeden ersten Freitag im Monat. Ach ja, er hatte übrigens blonde Haare. Wieso? Ich denke, er trug eine Mützenmaske. Schon. Aber beim Einsteigen ins Auto hat er die Mütze runtergerissen. Klar, er hatte blonde Haare. Fällt Ihnen aber reichlich spät ein. Haben Sie sonst noch was vergessen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Jetzt immer dem Schusskanal folgen. Absaugen. Oh, der Darm ist mehrfach aufgeregt. Kochsalzlösung. Ich sauge ab. Zwei Dünndarmschlingen sind perforiert. Oh, 3. Übernehmen kannst du vergessen. Völlig zerfetzt. Müssen erstmal glatte Wundränder schaffen. Blutungen stillen, Darm resizieren. Das wird eine lange OP. Hoffentlich steht er das durch. Wir brauchen neue Blutkonserven. Ich ahne, wie er sich fühlt. Glaubst du, die abendlichen Auftritte hier mit deinen diversen Tänzern gehen spurlos an Ralf vorüber? Ich habe niemandem etwas versprochen. Ja, wie willst du was beweisen? Brody, Ralf, dir selbst? Ich bin ein freier Mensch. Ich kann tun und lassen, was ich will. Aber nur, solange du niemandem wehtust. Danke für deine Ratschläge. Hallo? Ja? Keller ist mein Name. Reinecke. Mein Mann ist hier eingeliefert worden. Sein Kollege auch. Die beiden sind die Fahrer auf dem Geldtransporter, der überfallen worden ist. Ihr Mann wird gerade operiert. Ja, wir wollten morgen auf Hochzeitsreise fahren. Er hat schwere Schussverletzungen im Bauchbereich. Ja, wird er die Operation überstehen? Zum Glück ist er schnell eingeliefert worden. Rüdiger! Rüdiger! Du bist ja auch verletzt. Isa, ganz ruhig. Wie konnte denn das passieren? Ich bin okay, es ist nur ein Streifschuss. Ja, aber Axel. Er wird es schaffen. Axel ist durchtrainiert und fit. Rüdiger, erzähl mir bitte, was passiert ist. Setzen wir uns darüber, ja? Komm. Was ist? Sprichst du nicht mehr mit mir? Wieso sollte ich? Ich wusste nicht, dass du irgendeinen Grund hast, sauer zu sein.
bin nicht sauer. Was bist du dann? Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich hab zu tun. Ich hab dir nie etwas versprochen, Ralf. Nein. Hab ich irgendetwas gesagt? Eben nicht. Das ist es ja, was mich so rasend macht. Hanna, ich spiele dieses Spiel nicht mit. Es ist mir einfach zu blöd. Ach, mach doch, was du willst. Dr. Sieg, bitte zum Empfang. Dr. Sieg, bitte. Und ich habe keine Lust, mich länger mit einer übellaunigen Mimose rumzuschlagen. Hanna. Die Dame ist 83 Jahre, Schwindelanfälle, auf der Straße gestürzt, Blutdruck 165 zu 85. Patientin ist ansprechbar. Ja, ich möchte bitte sofort nach Hause. Mama, doch überhaupt nichts passiert. Aber sie hat eine Platzwunde am Kopf. Ja, und dann kommt ein Pflaster darauf und dann hat sich die Sache. Ich war nicht schnell genug, meine Mutter ist allein aus dem Taxi gestiegen. Du brauchst immer eine Ewigkeit, bis du bezahlt hast. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Mein Gott, mir ist ein bisschen schwindlig geworden. Wir werden jetzt erstmal Ihren Kopf röntgen. Ach. Nur zu Ihrer Sicherheit, um eine Fraktur auszuschließen. Fraktur? Ist doch lächerlich. Aber anschließend bringt mich mein Sohn sofort nach Hause. Ja. Denken Sie nicht, dass ich hier bleibe. In meinem Alter wäre das der Anfang vom Ende. Die hat Haare auf den Zähnen, was? Ich habe ein Antibiotikum in die Infusion gegeben. Die Blutung lässt langsam nach. Absaugen. Ach, guck mal hier. Da sind hier die Kugeln. Lassen wir lieber stecken. Zusätzliche Blutung können wir uns nicht leisten. Gut, Klemme. Wir machen eine End-zu-End-Anastomose. AB? Bei 6. Okay, dann kriegen wir ihn durch. Tut mir so leid, Heidi. Für sie war es eine Erlösung. Sie hat ihre Hilflosigkeit gehasst. Ich freue mich aber, dass du trotzdem gekommen bist. Was macht deine Arbeit in Duisburg? Bist du zufrieden? Das war ja sowieso nur zweitrangig. Ich wollte Mutter das Gefühl geben, dass ich einmal für sie da bin. Hab ich auch mal so gesehen. Aber ich freue mich, dass es dir schon wieder so gut geht. Körperlich vielleicht. Ich würde dir gern alles erklären. Brauchst du nicht. Das möchte ich aber. Ich war nur einmal mit Eike zusammen. Das klingt zwar albern, aber es war wirklich so. Du musst mir nichts erklären. Nur ganz schnell wieder gesund werden. Es ist schön, dass du da bist. Morgen wieder. Ich war heute Morgen zur Zeugenaussage bei der Staatsanwaltschaft. Frau Wagner befindet sich in der geschlossenen Psychiatrie. Wird man dann überhaupt Anklage gegen sie erheben? Ich denke schon. Wegen versuchten Totschlags im Affekt. Schreckliche Geschichte. Das wird Uwe noch lange zu schaffen machen. Sagen Sie ihm gute Besserung. Das hätten wir. Sehen Sie, deswegen sind die Krankenkassenkosten so explodiert. Ich komme mit dieser kleinen Platzwunde hierher und dann wird hier eine Sache damit angestellt. Und zum Schluss gehe ich mit einem Pflästerchen nach Hause und mit einer riesengroßen Rechnung. Den Kopf bitte fest dagegen drücken, ja? Das bezahlt doch die Krankenkasse, Mama. Ja, und wer bezahlt die Krankenkasse? Jetzt stillhalten.
Aber dann wissen Sie auch, dass Sie keinen Schädelbasisbruch und kein Hämatom im Kopf haben. Das weiß ich auch so. Entschuldigen Sie bitte. Es gibt nichts, was meine Mutter nicht wüsste. Wir sind den Ursachen Ihres Sturzes auf den Grund gegangen, dem Schwindel nämlich. Ja, so ein kleiner Schwindel, das geht mir in meinem Alter doch wohl zu, ja? So, Frau Mannstein, wir bringen Sie jetzt in den Behandlungsraum, versorgen Ihre Wunde und machen ein EKG. So. Och, Fräulein, komm. Warum hat denn Axel bloß den Helm gespielt? Hat er doch nicht, absolut nicht. Er hat sofort die Hände gehoben. Ich verstehe auch nicht, warum der Typ sofort geschossen hat. Wie lange dauert denn die Operation noch? Also, Herr Janke, meine Kollegen hatten in der Zwischenzeit Gelegenheit, mit dem Filialleiter zu telefonieren. Sind Sie Frau Keller? Ja. Hübner, Kriminalpolizei. Wie geht es Ihrem Mann? Ja, er wird immer noch operiert. Definitiv haben nur die beiden Bankbeamten, Sie und Ihr Kollege Keller von den monatlichen Goldlieferungen aus Sambia gewusst. Frage ist, woher wusste der Täter davon? Keine Ahnung. Es kann doch Zufall gewesen sein. Vielleicht wollte er einfach nur einen Geldtransporter knacken. Möglich. Wie lange arbeiten Sie schon mit Herrn Keller zusammen? 3 Jahre. Seit ich in der Firma bin. Haben Sie irgendjemandem von den Goldtransporten erzählt? Nein. Hat Ihr Mann Ihnen irgendwas erzählt? Nein, nein. Also er hat sehr wenig über seine Arbeit gesprochen. Ich glaube fast sogar, er hatte immer ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst hat man immer. Bei dem Job. Ja. Ein bisschen Angst hat man immer. Guten Abend. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ich muss dringend Martina Behren sprechen. Oh, das geht im Moment nicht. Warum denn nicht? Sie ist im OP. Könnten Sie vielleicht was ausrichten? Ausgeschlossen. Worum geht es denn? Privat. Sie müssen noch einen Moment Geduld haben, ja? Was schätzen Sie denn, wann ich Herrn Keller vernehmen kann? Das kann ich nicht sagen. Sie müssten warten, bis die Ärzte da sind, ja? Kann man hier irgendwo rauchen? Oh, früher war es umgekehrt. Danke. So, das hätten wir geschafft. War knapp. Wie blöd ist im Sauger? 300 Liter, abzüglich 1 Liter Kochsalzlösung. Stellen Sie bitte die gleiche Menge nach. A negativ. Dann schließen Sie die Drainageflaschen an und danach auf die Zwischenintensiv. Also, dass jemand schnell zu Geld kommen will, kann ich ja noch verstehen. Aber dass man dafür ein Menschenleben riskiert. Ich kriegen Sie den Karl. Ich habe eine Überraschung für dich. Sie müssen entschuldigen, Frau Doktor. Meine Mutter war seit Jahrzehnten nicht im Krankenhaus. Deswegen lebe ich auch noch. Hören Sie doch mal, Frau Mannstein. Das ist Ihr Herzschlag. Das klingt doch sehr gut für mein Alter. Sehr, sehr gut. So, legen Sie jetzt bitte mal den Kopf auf die Seite. Ja. So. Das wird ja komisch. Was machen Sie denn? Mir wird schwarz vor den Augen. Ich meine, es will Ihr Herzschlag. Kommen Sie hoch, Frau Mannstein. Husten Sie. Husten Sie, Frau Mannstein. Strengen Sie sich an. Husten Sie. Los. Nein, strengen Sie sich an. Husten Sie. Okay. Was war denn das? Das habe ich schon öfter gehabt. Und vorhin auf der Straße wurde mir auch schwarz vor Augen.
du, der glaubt, ihr habt was mit dem Überfall zu tun. Das habe ich genau gemerkt. Quatsch. Der hat mir ein paar Fragen gestellt. Das ist sein Beruf. Rüdiger, der Ton macht die Musik. Du, und da schwang so etwas mit. Ich weiß nicht. Ich habe damit nichts zu tun, das schwöre ich. Ja, Axel doch auch nicht. Nein, natürlich nicht. Axel! Oh mein Gott, Axel! Die Hochzeitsreise holen wir nach. Mach dir keine Gedanken mehr. Frau Keller? Ja? Er sieht so hilflos aus. Der Mann hat eine schwere Operation hinter sich. Die Kugeln haben den Darm an mehreren Stellen durchschlagen. Wir mussten ihn ein ganzes Stück kürzen. Ja, wird er denn wieder gesund? Ja, ganz bestimmt. Und darf ich bei ihm bleiben? Ich auch. Er ist sein bester Freund. Na gut, ausnahmsweise. Danke. Entschuldige bitte, Mama. Aber ich verstehe nicht, dass du niemals etwas von deinen Schwindelanfällen gesagt hast. Ich jammere nun mal nicht gerne. Frau Dr. Sieg, brauchen Sie mich noch? Nee, Sie können gehen, Lisa, danke. Frau Mannstein, Ihr Schwindelgefühl ist vermutlich auf Adams-Stokes-Anfälle zurückzuführen. Oh, können Sie mir das übersetzen? Bei bestimmten Bewegungen wird die Erregungsleitung des Herzens gestört. Das kann schon bei einer leichten Drehung des Kopfes passieren und es kann tödlich enden, wenn es zu einem Kreislaufstillstand kommt. Unruhig ist unser Herz, o Herr, bis es ruht in dir. So steht's in der Bibel. Mama. Ich empfehle Ihnen dringend einen Herzschrittmacher. Oh. Was habe ich gesagt? Ich komme hier nicht wieder raus. Das ist nur ein ganz kleiner Eingriff, ja. Frau Mannstein. Den verkraften Sie mühelos, so gut wie Sie drauf sind. Meine Mutter ist 83. Ja, eben drum braucht Ihr Herz diesen Impuls, damit es immer wieder anfängt zu schlagen. Ich kann Ihnen hier ein Bett besorgen. Und wenn ich jetzt stantepede nach Hause gehe? Dann kann es bei einer unglücklichen Bewegung im Schlaf schon zu einem Herzstillstand kommen. Ach Gott. Ach, mein Herz hat jetzt bis jetzt so schön mit mir Schritt gehalten. Aber du hast doch eben gehört, dass es das jetzt nicht mehr macht. Douglas! Ja, Mama! Tschüss. Du sagst schon, was für eine Überraschung. Ich fang mich doch nicht so auf die Folter. Ersten Espresso. Dr. Scheu? Ja. Übrigens, da ist Besuch für dich. Marcel! Also, was ist? Kommst du? Gleich. Geh schon mal vor. Ich komm gleich nach. Espresso Doppio. Kleiner reicht, danke. Mensch, Kleine! Die haben dich schon rausgelassen. Das ist ja fabelhaft. Seit wann denn? Ja, noch nicht so richtig. Erst nächstes Wochenende. Heute habe ich nur Freigang bis 24 Uhr. Was hast du denn gemacht? Schwesterchen, du musst mir helfen. Ja, wieso? Was ist denn? Jetzt raste bitte nicht gleich aus, aber ich habe mir auf dem Kiez eine Kugel eingefangen. Einen Querschläger. Bist du wahnsinnig? Du bist gerade mal einen Tag draußen und schon passiert dir sowas? Ich hatte noch Geld zu kriegen und dachte, für den Neuanfang. Ich habe dir doch gesagt, dass du bei mir wohnen kannst. Dass wir uns um einen Lehrstell für dich kümmern und jetzt Scheiße. Martha, bitte. Wenn ich nicht pünktlich zurück bin und die in der Hahnhöfer Sand von der Sache Wind bekommen, dann kann ich meine frühzeitige Entlassung abhaken. Und was denkst du dir jetzt? Na, dass du mir das Teil rausholst. Das kann ich nicht, ich bin Anästhesistin. Ja, und Arzt ist Arzt. Das ist Sache eines Chirurgen. Ich muss einen Kollegen bitten. Hey, bitte. Wenn das jemand mitkriegt, dann sitze ich noch ein Dreivierteljahr ab. Wieso? Du hast mir nichts ausgefressen, oder? Ich schwöre es, nein. Aber das glaubt mir noch niemand. Ich muss erst mal rauskriegen, ob hier irgendwo ein Raum frei ist. Kannst du laufen? Okay, sei in 10 Minuten da hinten in der Ecke. Ja? Es scheint, dass die Operation das kleinere Risiko ist. Willst du mich loswerden? Mama, ich gestehe. Douglas. Wenn du in diesen letzten Stunden meines Lebens aufhören könntest zu gestehen und dich zu entschuldigen, ja, und die Haare auf der Stirne zu pusten, dann wäre ich dir sehr dankbar. Mit zunehmendem Alter entwickelst du dich zu einer Karikatur deines Vaters. Mama, ich gestehe, Mama. Platz. Das war eben sehr unfair von dir. Ähnlichkeit mit Papa hat dir bis jetzt immer Freude gemacht. Wenn ich jetzt am Schwindel sterbe, dann ist das ganz folgerichtig, weil ich immer geschwindelt habe. Wie soll ich das verstehen?
Dein Vater war ein Nichtsnutz. Glücklicherweise hat er sich früh aus dem Leben verabschiedet. Sonst hätte er uns und die Firma ruiniert. Und warum sagst du mir das erst jetzt? Weil ich denke, du bist jetzt alt genug. Ich finde das gar nicht komisch, Mama. Ich habe den richtigen Zeitpunkt verfehlt, dir die Wahrheit zu sagen. Aber als dein Vater starb, dann dachte ich, du brauchst ein Vorbild. Und da habe ich deinen Vater für dich und für mich neu erfunden. Und du glaubst, dass ich mit diesem Übervater ein glücklicher Mensch geworden bin? Du hast deine Sache gut gemacht. Die Firma operiert weltweit. So hatte ich mir das vorgestellt. Mama, ich habe dich gefragt, ob du glaubst, dass ich jemals glücklich gewesen bin. Kommt es darauf an? Na, Frau Mannstein, wie haben Sie sich entschieden? Sollen wir Sie auf Station bringen? Ja. Ich glaube, ich habe meinem Sohn noch viel zu erzählen. Eigentlich müsstest du mein Herzklopfen hören. Spürst du das? Ich glaube, das tut dir mehr weh als mir. Okay. Da. Da ist sie. So. Jetzt habe ich sie. Oh, ich dachte, der Betrag ist frei. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn das hier unter uns bleiben könnte. Mein Bruder ist ein kleines Missgeschick passiert. Ja. Das können Sie da lassen. Scheiße, warum muss denn die hier reinkommen? Natalie sagt nichts. Nee, die sagt nichts. Die ist einfach nicht der Typ. Noch einmal im Rollstuhl enden würde. Ich bin mir sicher, mit dem Herzschrittmacher sind Sie in 2 Tagen wieder auf den Beinen. Ihr Wort in Gottes Ohr. Nochmals vielen Dank, Frau Dr. für Ihre Geduld. Ihre Mutter ist eine bemerkenswerte Frau. Ja, ich gestehe, dass ich das manchmal vergesse. Also nochmals vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, Natalie, würden Sie bitte den B1 wieder in Ordnung bringen? Fertig. Doch, eigentlich schon. Was soll das heißen? Dr. Patschek, bitte dringend auf Zwischen. Eigentlich schon. Dr. Patschek, bitte den dringend. Den B3 räume ich nachher ein. Aber ist es nicht möglich, erst mal eine Sache zu Ende zu bringen? Normalerweise gern, aber das geht jetzt nicht. Wieso? Im B3 ist jemand drin. Quatsch! Der ist heute noch gar nicht benutzt worden. Nein, geh da jetzt besser nicht rein. Der hat vielleicht seine Pistole dabei. Sag mal, ist mit dir heute irgendwas nicht ganz... Mensch, Helmut, ich hab doch vorhin mitgekriegt, wie der Fahrer des Geldtransporters den Mann beschrieb, der sie überfallen hat. Und ich sage dir, der ist da drin. Das ist der Bruder von Martina Behrendt. Spinnst du? Sie hat ihm eine Kugel aus dem Bein geholt. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Das glaube ich nicht. Bitte helfen Sie doch! Schnell! Eine Nachblutung, da müssen wir noch mal aufmachen. Aber das darf doch nicht wahr sein. Ja. OP klar machen und Scheu und Behrendt ausrufen, bitte. Ja. Mann, oh Mann. Da ist man ein Dreivierteljahr weg vom Acker und die Szene hat sich total verändert. Du glaubst es nicht, ich kannte keinen mehr. Das ist auch gut so. Und diese balkanesischen Arschgesichter. Marcel! Ist doch wahr, spielen gleich mit Knarre rum, die Vögel. Du musst mir unbedingt versprechen, dass du die Kontakte zu diesen Typen sofort abbrichst. Das brauchst du dich gar nicht mehr bei mir blicken zu lassen. Dr. Scheu und Martina Behrendt, bitte sofort in OP1. Dr. Scheu und Martina Behrendt, bitte. Martina, du bist schwer in Ordnung. Kannst dich auf mich verlassen. Wirklich. So, das muss jetzt erstmal halten. Du gehst jetzt wieder nach vorne, so als wenn nichts gewesen wäre. Versuch dein Bein hochzulegen und warte, bis ich komme. Okay. Die Letzten werden die Ersten sein. Es gibt eine Nachblutung.
Das sah doch schon so gut aus. Ja, ich verstehe es auch nicht. Wir haben doch ganz genau nachgesehen. Wahrscheinlich ist beim Blutdruckabfall ein Gefäß kollabiert. Nun, reg dich doch nicht so auf. Panzerklinik Notaufnahme? Der Kerl ist gefährlich. Ja. Wir müssen die Polizei alarmieren. Ich würde gern erst mal mit Martina reden. Die ist im OP. Okay. Außerdem, was erwartest du? Das ist schließlich ihr Bruder. Wir brauchen noch Blutkonserven. A-negativ, alles was da ist. Das reicht im Leben nicht. So, ich glaube, er ist soweit. Ist Kaffee? Der NRW ist unterwegs, also ich kann diese Geschichte einfach nicht glauben. Dr. Brotesser und Lisa, bitte zum Empfang. Dr. Brotesser und Lisa, bitte zum Empfang. Was macht er? Nichts macht er. Er setzt sich in die Wartezone. Ja, aber der kann doch nicht einfach frei rumlaufen. Ja, aber wetten, dass du binnen zwei Stunden ein halbes Fußballstadion mit jungen Leuten füllen kannst, auf die diese Beschreibung passt? Aber die haben keine Kugel im Bein. Jetzt hat er sich gerade in aller Gemütsruhe hingesetzt und legt das Bein hoch. Das macht man doch nicht, wenn man heute Abend einen Geldtransport überfallen hat. Also, ich gehe jetzt sofort Dr. Gassner. Soll dich entscheiden. Umlegung. Sperre. Haken. Garten. Nichts vor lauter Blut. Lass bloß alles her. Saugen. Wie sollen wir sonst hier die Blutungsquelle finden? Es wird nicht nur eine sein. Ja. Saugen. Los, saugen. Herr Weber, hier. Los, laufen, Martina. Druckmanschette. Ist das alles? Was hat man bestellt? Hier. Da ist es. Hier, bei mir sind Ferial gefehlt. Das übernehmen wir. Du musst auch gerade negativ haben. Ruf bei der Blutbank an, die sollen sofort liefern. Weiblich 27. Verdacht auf Lebensmittelvergiftung, kolikartige Bauchschmerzen und Erbrechen. Mhm. Patientin ist ansprechbar, Blutdruck 110 zu 80. Ja. B2 ist vorbereitet. Gut. Was haben wir denn gegessen? Mir ist so schlecht. Spaghetti mit Pilzen und gekochtem Lachs. Ich habe ihr eine Ampulle Paspartin gespritzt. Ich sterbe. Ach, so schnell geht das nicht. Hm? Ich hab solche Angst. Ich doch auch. Bis dass der Tod euch scheidet. Aber doch nicht schon nach einer Woche. Wichtig ist nur, dass Axel durchhält. Meinst du, der Kerl wollte Axel als Mitwisser ausschalten? Axel ist mein Freund. Egal, ob er damit was zu tun hat oder nicht, ich halte zu ihm. Darauf kannst du dich verlassen. Ich liebe ihn doch so. Hier läuft's auch. Mensch, wo kommt das denn schon wieder her? Bitte zink weiter. Mach die Hähne auf. Es läuft schon, mehr geht nicht. So, ich hab's set. HB bei 3. Das läuft, Martina. Ich hab keine Konserven mehr. Und sich bitte erkundigen, wer negativ hat. Absaugen. Absaugen, Mensch! Die müssen wir übernehmen. Verdammt, null hier! Test mal, Expander, schnell! Ich brauch noch eine Flasche. Gerade mal 30. Komm. Komm, komm. Schau. Ja. Oh. Gott sei Dank. Damit ist über den Berg. Los, Martha. Es wird gleich besser. Sie brauchen jetzt erstmal viel Flüssigkeit. Ich vermute, das ist nur eine Fischvergiftung. Nur? Mir reicht's. Wir müssen erst die Laborwerte abwarten. Ach, Sagen Sie mal, seit wann haben Sie diesen Fleck? Ah, den habe ich schon lange.
Wie lange? Aus war scheißegal. Egal. Mir geht's so dreckig. Schaue ich mir später noch mal genauer an. Lisa, einen lauwarmen Bauchwickel und dann die Temperatur neben mir. Mhm. Es kann nicht mehr lange dauern. Nehmen Sie einen Moment im Besprechungszimmer Platz. Der Arzt wird Sie dann informieren. Da ist er. Er ist immer noch da. Na Gott sei Dank. Oberschwester Gisela, ich verstehe nicht, dass Sie mich über diesen unglaublichen Vorfall nicht sofort unterrichtet haben. Wo ist Martina Behrendt? Läuft die OP? Sie muss jeden Moment zu Ende sein, Frau Dr. Gassner. Wenn auch nur der geringste Verdacht besteht, müssen wir sofort die Polizei informieren. Und sagen Sie, Frau Behrendt, dass ich Sie sprechen möchte. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Mein Bedarf an Überraschung ist für heute gedeckt. Auch wenn es sich um eine Reise für zwei Personen nach Bali handelt? Ja. Naja, ich habe der Lotteriegemeinschaft die Reise abgekauft. Ich wollte mit dir schon immer mal nach Bali fahren. Ach, Ebert. Aber in nächster Zeit läuft bei mir erstmal überhaupt nichts. Da muss ich mich um meinen kleinen Bruder kümmern. Marcel, wieso musst du dich um deinen Bruder kümmern? Später. Warum hat man ihren Bruder eingebuchtet? Der ist doch noch ein ganz junges Kerlchen. Drogengeschichten. Den Kleinsten haben sie an die Kette gelegt und die Großen laufen lassen. Marcel hat mit dem Überfall bestimmt nichts zu tun. Ich glaub's auch nicht. Ich glaube, ich hab das Teil in diesen Eimer. Wo bleibt denn Frau Behrendt? Die müsste eigentlich gleich kommen. Die Frau von Herrn Keller wartet auf Sie im Besprechungsraum. Ja. Entschuldigung? Könnten Sie mir eine Taxi bestellen, bitte? Hansa-Klinik Notaufnahme Ebert? Ja? Ach, wirklich? Ach, das ist ja wunderbar. Ja, ich werde sofort weiterleiten. Danke. Keine Panik. Die Polizei hat den Täter vor einer halben Stunde auf den Elbbrücken festgenommen. Er hat sogar schon ein Geständnis abgelegt. Na Gott sei Dank. Das können Sie aber laut sagen. Aber über Ihre Wild-West-Operationsmethoden reden wir noch. Und fast hätten wir einen Falschen verhaftet, was? Vielleicht können Sie einen Talisman gebrauchen? Taxe. Wenn es ein Aneurysma der Halsschlagader ist, dann schweben Sie womöglich in akuter Lebensgefahr. Eine Fischvergiftung reicht Ihnen wohl nicht. Ich habe wirklich andere Sorgen. Nächste Woche breche ich zu einer Forschungsreise nach Südamerika auf. Frau Ostermeier, wenn das Gewebe an einer Stelle zu dünn wird, dann beult es sich aus und kann jederzeit platzen. Das sehen wir uns jetzt mal mit dem Ultraschall an. Ihr Magen wird sich sicher bald beruhigen. Lisa, Elektrolyte in die Infusion. Ja, hier, hier. Ist doch eine deutliche Strömung zu erkennen. Ja, du könntest recht haben mit deiner Vermutung. Geplatzt. Ruf das OP-Team zusammen. Beeil dich. Versuch die alle abzudrücken, ja? Ja. Hier ist noch ein Antibiotikum. Nimm nachher gleich zwei Tabletten und dann die ganze Packung, wie es auf der Anweisung steht, okay? Taxi? Kommen. Dr. Scheu, Dr. Patrick, Martina Behrendt, bitte dringend in OP2. Dr. Scheu, Dr. Patrick, Martina Behrendt, bitte dringend in OP2. Okay. Einen Moment. Hoffentlich kriegst du wegen meiner keine Ärger. Ruf mich an. Vielleicht kann ich dich abholen. Pass auf dich auf! Tja, Sie können also wieder zu Ihrem Mann auf die Zwischenintensiv. Sie entschuldigen mich bitte? Ja. Ich habe noch eine gute Nachricht für Sie. Der Täter ist gefasst. Gott sei Dank. Ja, das ging aber schnell.
Da kann man Ihnen ja nur gratulieren. Ja, dann, dann gehen wir doch zu Axel und erzählen ihm das. Das wird ihn freuen. Einen Moment noch, Herr Janke. Ja, das gibt's. Sagt Ihnen der Name Christoph Grimm irgendetwas? Nein. Komm, 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 lass die Kittel weg, ja? Du, nur die Handschuhe, beeilt euch, ich krieg gleich einen Krampf. Okay, gut, jetzt. Drück doch nicht so, ich kann doch nicht sehen. Was soll ich denn machen? Moment. So. Okay, so ist besser. Loch tun, schnell. Okay. Und? Ja, siehst du weg. Skalpell, Klemme, Schand. Okay, kannst du loslassen. Und Schnitz. Du denn weiter links, da muss raus. Ja, ja, ich mach doch schon. Mein Gott, ich setze jetzt. Warte, 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 jetzt. So, okay. So, komm, ich hab's schon. So, so aber mal. Tupfer. Ja. Das schneiden wir raus. Ich würde eine Reduktionsplastik machen. Bitte? Na, ihr macht das schon. Rüdiger, was soll das? Isa. Das ist ein Missverständnis. Du vertraust mir doch. Rüdiger, ich weiß genau, dass wir diesen Christoph bei dir gesehen haben. Sie sind vorläufig festgenommen. Ich habe das nicht gewollt. Du tust die ganze Zeit so, als wärst du unser bester Freund. Axel wäre fast kapiert. Es sollte nur ein Warnschuss sein. Ein Warnschuss? In den Bauch hat er ihn geschossen. Und du tust dann auch noch so, als hätte Axel was damit zu tun. Komm, ich habe... Er war dein bester Freund. Ich habe das wirklich nicht gewollt, Isa. Verzeih mir, bitte. Hau ab. Glück gehabt, dass das so gut gelaufen ist. Was gut gelaufen ist, das wissen wir erst, wenn sie aufwacht. Na komm, jetzt mal den Teufel nicht an die Wand, sie ist noch jung. Sie wird doch einen vorübergehenden Sauerstoffmangel im Gehirn ausgleichen können, hoffe ich. Das werden wir sehen. Ostermeier. Aufwachen. Hören Sie mich, Frau Ostermeier? Hallo. Frau Ostermeier? Hm? Aufwachen. Nein, bei uns bleiben, Frau Ostermeier. Bewegen Sie mal die rechte Hand, bitte. Ja, wunderbar. Und jetzt die linke. Bravo. Ich hätte auch nichts anderes von Ihnen erwartet. Ist Rüdiger okay? Ja, es geht ihm gut. Aber die Hauptsache ist doch, dass wir zwei zusammenhalten. Dass du wieder ganz gesund wirst, hm? Und alles nur, weil ich heute meinen Doktor gemacht habe und wir ein bisschen feiern wollten. Aha. Kollege? Nein. Archäologie. Nächste Woche wollte ich nach Guatemala zur Ausgrabung fliegen. Tja, das können Sie in 2 Wochen auch noch. Hm? Die alten Mayas sind ja bisher auch ohne Sie klargekommen. Hm. Wissen Sie, was Archäologen und Ärzte gemeinsam haben? Sie sind erst dann glücklich, wenn sie was finden. Seien Sie mal froh, dass das heute hier und nicht unten in Guatemala passiert ist. Wollen Sie sagen, dass ich einer Fischvergiftung mein Leben zu verdanken habe? In 1 Woche kann ich wieder aufstehen. Du bleibst liegen, solange bis du wieder ganz gesund bist. Ich muss nicht auf dich hören. Du bist nicht meine behandelnde Ärztin. Pass bloß auf, sonst lasse ich mich wieder ins Alpha-Team zurückversetzen. Oh oh. Na? Wie geht's uns denn? Oh nein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich ganz gut. Unser kleiner Optimist. Hey, hat hier irgendjemand Geburtstag? Sozusagen.
Also? Ich habe gehört, hier gibt es was zu feiern. Yeah. Wir müssen doch endlich auf unseren Lotteriegewinn anstoßen. Ja, wird langsam Zeit. Das ist ja fies. Ihr trinkt und ich muss hier rumliegen. Keine Sorge, an Sie haben wir auch gedacht. Und jetzt, ja? Mhm. Wir haben dir was gebastelt. Ja. Also, so. Prost. Nicht verkreuzt. Auf dein Wohl. Dr. Sieg, bitte zur Einlieferung. Dr. Patschek, Dr. Sieg, bitte zur Einlieferung. Martina, bitte zum Empfang. Martina Behrendt, bitte zum Empfang. Was ist? Überfall auf einen Geldtransporter. Ein Mann mit schweren Schussverletzungen. Ist das schon kaum klar? Ich kümmere mich drum. Ja. Wie siehst du denn aus? Entschuldigt bitte, aber mein Auto. Und dann hast du ein Auto? Seit heute Morgen. Ich habe mir einen Gebrauchtwagen von unserem Lotteriegewinn gekauft. Sieht mir nach Moped aus. Das Ding ist mitten auf der Kreuzung stehen geblieben. Und dann hast du den Motor geküsst. Schon kommen, ja. Okay. Männlich 32, Schussverletzung im Bauchbereich. Verdacht auf schwere innere Blutung. Blutdruck 160. Gleich in den Schockraum. Ich habe zentralen Zugang gelegt. Die Schussbord aus 3 bis 4 Metern Entfernung abgegeben. Der Täter ist flüchtig. War er noch ansprechbar? Nein, wir mussten sofort intubieren. Sein Kollege ist leicht verletzt. Wird gleich mit dem Streifenwagen hier sein. Habt ihr Flüssigkeit gegeben? 2 Liter zur Schockbekämpfung. Gott sei Dank. Na dann, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Herr Gimmler, ich war übrigens eben bei Uwe. Hat sich sehr über das Buch gefreut. Aha. Tschüss. Weiß Heidi Schaller schon davon? Ja, sie war ziemlich fertig. Ich habe mit ihr telefoniert. Ihrer Mutter geht's gar nicht gut. Dann noch was mit Uwe. An dieser Geschichte wird er wohl noch lange zu knabbern haben, was? Hoffentlich behält er nichts zurück. Land. Tut mir leid, ich habe mich verspätet. Das kann man aber laut sagen. Hier, da fehlen die Laborwerte. Oh, die habe ich vergessen, ne? Ich mache das gleich fertig. Mhm. Entschuldigung. Das ist völlig durch den Wind. Das passt gar nicht zu ihm, was? Na, guck dir das mal an, dann weißt du warum. Frauen können hart sein. Aber leidenschaftlich, mein Lieber. Hansa Klinik Notaufnahme? Ja. So. Ja. In 3 Minuten. Okay, ich mache alles klar. Ja. Was ist noch wichtig auf dieser Welt, wenn man ein Leben retten kann? Gar nichts. Gisela, kannst du hier bitte mal gegenzeichnen? Ja. Namen? Lisa ist immer noch nicht da. Aha. Weißt du denn schon, was du mit deinem NKL-Gewinn machst? Es kommt aufs Sparbuch für mein Enkelchen. Ach, das arme Kind. Wieso arm? Na, weil es sich für 20 höchstens ein Eis dafür kaufen kann. Namen, bei den Zinsen. Ja. Namen, Barbara. Namen. Liegt was Besonderes an? Nein, es ist alles in Ordnung. Ach, wichtig, ne? Ja, setzen Sie sich bitte auf die Liege. Sind Sie gegen Tetanus geimpft? Ja. Was ich überhaupt nicht begreife, ist, dass der Kerl sofort auf Axel geschossen hat. Ganz gezielt. Und wann genau haben Sie geschossen? Ja, ich habe gleich die Pistole gezogen. So. Aua. Ja, wir machen eine kleine Lokalanästhesie. Ja? Ich habe ihn ins rechte Bein getroffen, das weiß ich genau. Hm. Und danach? Hat er noch mal geschossen? Na klar doch, der wollte uns beide umlegen.
Jedenfalls ist er dann um sein Leben gehumpelt. Rein ins Auto und weg. Ist Ihnen an dem Mann irgendetwas Besonderes aufgefallen? Der ist doch schon längst über alle Berge. Sie unterschätzen die Polizeischwester. Also, nochmal. Er trug Blue Jeans, eine schwarze Jeansjacke, ein gemustertes Hemd und eine Mützenmaske mit Schlitz für Augen und Mund. Ja, genau so war's. Ja, und weiter. Und? 1, 2, 3. Notfalllabor und Kreuzblut habe ich schon abgenommen. Okay. Dann mach's mal gut. Gleich ins Labor dann. Blutdruck 90-55. Dann kommt der Schock. Desinfizieren. Warum stirbt jede Menge Blutkonserven? Tachykardie 120 pro Minute. Flüssigkeitsspiegel im Bauchraum. Ob die wenigstens eine Gefahrenzulage kriegen? Bestimmt nicht, Helmut. Ja. Okay. Lungenflügelseiten gleich belüftet. Die Kugeln sind in der Muskulatur. Rechts neben der Wirbelsäule stecken geblieben. Glück gehabt. Das wird sich zeigen. OP klar machen, bitte. Ja. Ruth ist es, mein Name. Ja, kommen Sie, ich schau mir das mal an, ja? Das ist nur ein Streifschuss. Mein Kumpel hat es ganz anders erwischt. Hübner, Kriminalpolizei. Wir haben die Frau deines Kollegen bereits benachrichtigt. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich Herrn Janke noch ein paar Fragen stelle. Nein, nein.